liebe Leute, weiter geht's heute mit der Route 7, die wir uns gestern letzte Folge erstellt haben. Ich werde jetzt einen neuen Bus mal gucken, ob ich noch einen, ob ich irgendwas habe. Ich gucke mal, was wir so an Routen. Ich werde jetzt doch tatsächlich kein Geld ausgeben für einen neuen Bus. Ich werde jetzt tatsächlich nur. Ibeko. Du kriegst Geld. 8000. Du hast zwei Busse, das heißt, du kriegst einen weggenommen. Weg damit. Die verdiente mich jetzt ein bisschen mehr. Jetzt kriegen wir nämlich auch hier 9000. Deswegen werden wir auf der Route 7 noch einen freien Bus sitzen. Bringt zwar nur 2000, aber die Route ist ja noch nicht ausgebaut. Wenn die dann ausgebaut ist, dann hätten wir es. So, okay. Dann machen wir heute los mit der Route 7. Ich werde sie tatsächlich noch mal verkürzen, weil die Zeit so lange ist. Ich nehme die Dings raus. Wollen wir nicht da nochmal rausfahren? Dann fahren wir die nämlich nur auf 30 Minuten. Ich muss ein bisschen. Ich nehme die Schienenlegerstraße raus. Dann sind wir. Ich verkürze die gerade nur ein bisschen. So, wir waren die nämlich als Pipo-Modus fahren und deswegen nehme ich sie jetzt raus. So, den Fischgrund nehmen wir raus. Habe ich den alten Segel jetzt raus? Achso. Ja. Jo. Gut, dann fahren wir heute. Hier, guck mal rüber, wo wir hinwitzen. So. Siegwalden Lido. Das ist jetzt ja Schnellreise. Das ist die Route 5, die brauchen wir gerade nicht. Hier ist es ja wurscht, ob man dann mal kurz um die Straße geht, aber es gibt halt Leute, die rennen auch so, ohne zu gucken, wo die Straße. Route 5, wieso? Verarscht jetzt? Du sollst eigentlich auf die Route 7. Jetzt fahren. Route 7. Das Pirat, wir sind schon mit dem Bus natürlich unterwegs, oder? Genießt du die Fahrt oder fährst du lieber selbst? Ich fahre sie immer selber. Gucken wir mal jetzt eigentlich. Wo wir jetzt gerade sind. Das ist sogar. Ist sogar. Oh, du machst dich schon unbeliebt, mein Freund. Mann! Mach deine scheiß Mucke aus! Hier ist sie. Warte. Und noch ein direkt mal unbeliebt gemacht. Ja, bitte. So, du hast doch kein Ticket, oder was? Dann machen wir los. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir fahren jetzt den langen Bus. Wir waren jetzt nicht mehr den Urban Way, sondern wir fahren jetzt ins Langbus. Ich glaube, das ist aber. Ist das ein CNG oder ist das ein. Ist das ein Benziner? Das ist jetzt gerade nicht. Ich glaube, das dürfte ein Benziner sein. Wie dem auch sein. Wir brauchen jetzt keinen Bus zu kaufen. Wir werden es. Ich dachte aber gerade so aus, als wäre das ein Unfall gewesen. Aber okay. Wir nehmen jetzt. Verdienen jetzt weiter Geld. Das ist heute die Hauptaufgabe dieser Folge. Oder allgemein so. Ich gucke gerade, ob ich mir noch mal Licht machen kann, weil ich sehe sonst nicht. Licht. Da. Entschuldigung. Ja, ich bin leicht erkältet. Gut. Passt. Nächste Anstelle ist der Fischgrund. Warte. Ich muss jetzt gerade gucken. Das kann ich, ob das überhaupt ein CNG-Bus ist, ob das so ein Ding ist. Also wir werden aber CNG-Busse kaufen. Ich glaube, das dürfte aber ein Benziner sein. Wie gesagt, weil CNG gibt es, glaube ich, nur den den mit MR1, klar, als Kurzvariante, den wir schon gefahren sind, den Stadtbus und den Urban Way. Also ich habe noch einen weiteren durch das DLC. Es gibt auch einen Crossway LE, den werden wir uns auch noch gönnen irgendwann, aber nicht jetzt. Zu spät, offiziell. Oh, okay, passiert. Passiert. Fischgrund. So.
damit herzlich willkommen. Zack. So, Bus-Simulator 21. Wir sind immer noch am Start. Und wollen heute weiter fleißig Money Money verdienen. Wir kriegen mittlerweile 125.000 pro Zahltag. Also das Doppelte, was wir noch vor einigen Folgen verdient haben. Vielleicht mal gucken, was es jetzt wieder gibt. Hallo, du kannst auch einsteigen mit deinem Rollstuhl. Oder kommt da jetzt noch ein zweiter Bus? Hallo? Bist du dich? Gut, dann bin ich. Okay, die Rampe wieder rein. So, Pech gehabt. Ich krieg jetzt bestimmt, pass auf, ich krieg jetzt bestimmt schon. Ich krieg jetzt bestimmt die tolle Nachricht von wegen einfach eine Ansage. Ich stand da eine ganze Weile und habe gewartet, bis der da einsteigt. Ach, fahr doch mit deiner Scheißkarre da weg. Ja, dann hat der Fahrgast jetzt einfach mal Pech gehabt. Aber nein, ich muss ja. So, Fahrgast muss aussteigen. Pech gehabt. Eigentlich hat er Pech gehabt. Übrigens hier auch diesen Tipp mit 4 Busse drauf zu planen. Das hat mir auch ein Zuschauer gegeben. Dankeschön für diesen Tipp auf jeden Fall. Ja. Danke auf jeden Fall. So, wir gucken, ob wir die auf 100% fahren, damit wir die noch ein bisschen mehr Kohle verdienen mit der Strecke hier. Noch ein bisschen Zusatzgeld verdienen. Dann sind wir bei vielleicht bei 150.000, die wir am Ende rauskriegen. Umso mehr Kohle, klar. Umso leichter ist es dann halt am Ende auch die Busse zu kriegen, zu machen. Die Busse zu kaufen. Eben sind wir hier anders gefahren. Warte mal, ich gucke mal, ist gerade zum Fahrgast eingeschlafen. Du bist die. Bitte was? Hier ist sie. Nochmal. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Moment. Hier. Moment, Moment. Wer ist denn hier schwarz gefahren? Na klar. Hier, bitte. Du! Du bist aber keine Frau. Ich war eine weibliche Stimme. Ich bekomme morgen eine Bürotour bei Wachowski Industries. So, also, fahren wir tatsächlich der Kerl. Kurz gucken, dass da nicht irgendwas kommt. Kommt nicht. Also, rum um die Ecke. Hier mit da rein, damit wir nicht geblitzt werden, weil hier links steht ein Blitzer. Wenn wir die auf 100% haben und ein bisschen Kohle verdienen, dann wissen wir, dass wir hier noch einen zweiten Bus reinpacken. Also umso mehr Routen natürlich, klar. Die fahren dann auf 100%, wir werden noch ein paar Routen erstellen wahrscheinlich, dann Step by Step, dass wir das hinkriegen. So, kurz gucken. Du bist jetzt ein bisschen blöd, dass du da jetzt draußen schon stehst, ja. Das war jetzt natürlich nicht so ganz clever gedacht von dir. Aber gut, wir haben es ja gelöst. Wir haben ihn, ich habe ihn jetzt rausgelassen, weil es nicht passte. So wie ich das gerne immer, wie ich das immer mache. Ja, ich bin, mein Gott, ich bin 2 Minuten zu spät. So. Taxi. Halt, ich kann auch. Ja gut, ich merke gerade, weil ich zu spät bin, passiert. Fast. Ja, fast ein Zahltag, ne? Schon wieder. Krieg schon fast wieder die nächsten 150.000, knapp auf der Hand. Also ich wollte eigentlich in die Folge mit Helm-Modus fahren, ne? Fällt mir gerade ein. Wir werden es auch gleich nochmal komplett fahren. Die Route in der nächsten Folge. Dann im Helm. So. Wollt ihr jetzt nicht mehr rein, oder? Warte mal. Jemand mitfahren, ne? Ja, kommt. Jetzt. Chica. Hallo? Ja, dann halt nicht. Ach so. Ach, wieder steht der nächste Bus schon. Jetzt, wie flachst du jetzt? Wo hab ich fucking Zuschauer für den Fuß erwischt? Ach, Leute. Spiel. Also was einige schon auch so ein bisschen so geschrieben haben, ist tatsächlich, dass es ab und an mal auch passieren kann, dass Fahrgäste im Bus spawnen. Ja, im Bus.
Und wenn man dann anfährt, so wie ich das jetzt gerade getan habe, dass sie dann durchaus heißt, ja, du hast einen Fußgänger überfahren. Ich denke mal, das wird ein oder andere Mal passiert sein. Dass die dann im Boden stecken bleiben oder was auch immer. Also das Spiel ist tatsächlich noch nicht so super toll. Es ist, also es ist halt immer noch verbuggt und so ist das halt mit den Simulatoren. Ja. Und ich denke, das ist halt genau das Gleiche, was gerade passiert. Und dass mich da jetzt dann 20.000 jedes Mal kostet, das ist halt das, was mich am Ende nervt. So, nächste an der Stelle ist dann... Genau. Das ist keine unsere Haltestelle. Die Haltestelle ist hier vorne. Also, beziehungsweise erstmal abbiegen. So. So, jetzt fahren wir raus, das Oakville. Und ja, nochmal, ich bin erkältet. Wir können gleich wieder einen neuen Bus kaufen. Ich glaube, mit dem nächsten Zahltag. Ernsthaft? Ich bin 5 Minuten zu. Ich bin zu früh. Ich war einfach 2 Minuten zu spät, jetzt bin ich wieder zu früh. Aber ist egal, passiert. Egal. Egal, ja, ja. Das ist noch nicht die unsere Einstellung, das ist die erste noch. Ja, mach deine Mucke aus. Dankeschön. Wie steht hier jetzt, was ich in der letzten und vorletzten Folge meinte? Auch hier dieser rote gerade, der an mir da vorbeigeflogen ist. Ich stand an der Straße, weil Fahrgast Musik und so. Und der sagt dann, ja, ich überhole trotzdem. Ja, ich fahre auf der falschen Seite. Aber es hat seine Gründe, warum ich das mache. Genau deswegen. Eigentlich wollte ich das vermeiden. Aber ist okay. Ist passiert, sind jetzt wieder 1000. Ach, verschwinde mit deiner Scheißkarre da auch, Mann. Was macht man? Man stellt sich da hin. Mann, oh. Ja, ich weiß, ich fahre den etwas längeren MAN-Bus und muss mit dem Ding noch ein bisschen klarkommen. Aber wie gesagt, das Ding jetzt auf mich, beides wahrscheinlich. Was ist die 6? Doch, das ist die Haltestelle. Gerade gucken, ob das die richtige Haltestelle ist. Ich stelle keine aus, ne? Ich bin bei 7 Minuten zu, ich bin zu früh halt einfach. So, ab zum alten Sägewerk. Da könnten wieder wahrscheinlich Leute stehen. So. Da ist der Typ mit so einem komischen roten Pickup, der mich eben so kackendreist noch überholt hat. So, na gut, fahren wir zum alten Sägewerk auf jeden Fall mal. Das alte Sägewerk kennen wir ja eigentlich noch aus dem Simulator 2018. Aber boah, fahr mit deiner scheiß Karre da weg. Ey, ich verliere so viel Geld wegen solchen Leuten. Gut, ich hätte nicht abbiegen dürfen. Wobei, unabhängig davon, ich hätte gerade richtig abbiegen dürfen. Aber egal, alles ist gut. Ich habe einen schlechten Tag. Oh nein, oder ein Rollstuhlfahrer. Ach so. Ich habe das immer kein Zeit gehabt. Vielleicht zu spät oder?
Es wird es. Hallo. Boah, ey, ich krieg gleich wieder eine Nachricht von wegen, ich habe wieder den Fahrgast vergessen, ne? Ich fahr mal ein Stück runter, zurück. Wo habe ich jetzt schon wieder angefahren? Mann! Soll ich mich mal rübergehen auf dem. Ach Mann, lass mich doch in Ruhe heute. Ich verliere so viel Kohle wegen so einer Scheiße. Es waren jetzt wieder 40.000. Ja, dann bleib halt draußen. Ich muss dann 2 Meter rüberfahren, dann geht das nicht. Dann fick dich, bleib doch da draußen stehen. So, nächste Haltestelle, Hochstraße. Wieder ist was passiert, dass gerade wieder ein Fußgänger in meinem Bus gespawnt ist. Ach, halt doch die Fresse jetzt, ey. Wisst ihr was? Ist mir gerade scheißegal. Hat das einfach Pech gehabt. Ja, und? Habe ich ignoriert. Who cares? Passiert. Das ist jetzt nicht das erste Mal. So, Hauptstraße. Endstation. Interessiert mich ein. So, einmal kurz mit alle aussteigen. Wir waren immer noch kein Zahltag, weil wir, glaube ich, einfach viel zu spät dran sind. 45%, ja, die müssen wir nochmal auf 100% ausbauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir es nochmal.